Ich grüße euch, willkommen auf jeden Fall. Schön, dass du wieder mal aufgedreht hast hier. Ja, es geht wieder mal nichts Schöneres, um ein paar schöne Themen auch. Die gleiche Pizza hatte ich letztes Mal schon. Aber ich habe dieses Mal Jalapenos noch drauf gemacht. Lecker. Man kann oft immer das Essen mit etwas anderem verbinden. Mit Reden und so. Ja, der Herr Stahl hat in diesen Themen mit dem Schutz für Kinder und so weiter auch recht, aber man darf eine Sache nicht vergessen. Jeden Menschen muss man schützen. Weil vor ein paar Tagen gab es ja wieder so einen Gewaltvorfall am Hauptbahnhof. Aber die Polizei hat wenigstens ihre Arbeit dabei gut gemacht. Muss man loben. Ich möchte auch hinweg sagen, dass der Herr Stahl seine Videos gut macht. Das muss man auch loben. Man vergisst aber auch immer wieder die Menschen mit Beeinträchtigungen und so weiter. Weil diese sind ja meistens auch, wenn es einer nicht weiß, oder hatten so von physischer und psychischer Gewalt betroffen. Aber man müsste das ein wenig ausdiskutieren, diese Themen. So, aber ich mache mein eigenes Ding. Und es ist auch immer wichtig, dass man auf sich schaut und auch auf seine Mitbürger. Und am coolsten ist es ja auch immer wieder,
dass man immer diskutiert darüber, aber ja, Projekte, die auch immer gut getroffen sind, finde ich einfach immer zu gut. Aber was noch so auffällt, ist, vor der Europawahl wird immer so gepatzt. Da patzt einer den anderen immer gerne an. Und das ist irgendwie manchmal ideal, manchmal auch nicht. Hat man was über die Frau Schilling gelesen? Irgendwelche Vorwürfe und so, aber es müssen sich die Leute unter sich ausmachen. Ich habe keinen Bezug dazu. Aber ich sehe für den Herrn Nehammer ein bisschen schwarz. Und es ist einfach so, die Regierung ist am Ende. Und ja, es tut mir leid, das ist die Tatsache. Schau, nach dieser Pizza ist endlich Schluss. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und vergesst nicht Mamatag. Aber ja, aber ihr seht erst das Video, wenn Mamatag schon vorbei ist. Weil so viel möchte ich auch nicht machen. Egal wie scharf eine Pizza ist, es mundet.
In dem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, in den Sommerferien gibt es gar keine Videos von mir. Erst dann wieder im September. Dann habe ich Ende Juni, Juli, August, 3 Monate mache ich Pause. Dann geht's wieder munter weiter. In dem Sinne, tschüss.